Vorgestellt werden zwei unbekannte Dioden. Das Kuriose oder Ungewöhnliche ist, jede Röhre verfügt über 7 eigene Anodenstrecken mit einer gemeinsamen Kathode. Die Röhren sind halb indirekt geheizt. Die Röhren sind halb indirekt geheizt, verfügen über einen normalen Novalsockel. Es gibt leider keinen Aufdruck eines Herstellers oder eines Ätzcodes. Die Röhren sind sehr sauber aufgebaut. Das würde eine Vorserienproduktion oder Prototypenproduktion fast schon ausschließen. Es sieht meiner Meinung nach aus, als ob das eine Kleinserie war. Die Röhre verfügt über einen regulären Novalsockel. Ist wie gesagt halb indirekt geheizt und hat wahrscheinlich 6,3 Volt Heizspannung. Ich sage deshalb wahrscheinlich, weil ich am Neuwerker geprüft habe und die Temperatur des Heizfadens ist bei 6,3 Volt relativ gesund, muss man anders auszudrücken, und bei 12,6 Volt ist schon die Temperatur zu hoch. Also der Heizer glüht zu hell. Er schließt wahrscheinlich die 12,6 Volt aus. Ich mache kurz einen Wechsel der Kamera. Bewährter Tradition. Ich habe die Neuberger eingestellt auf die Prüfdaten von einer EAA 91. Also 10 Volt Anodenspannung und sie sollte liefern 0,9 mA pro Anode. Eine Anode liefert ungefähr knapp 0,5 Milliampere. Bei 6,3 Volt Heizspannung. Frage ist, wer kennt einen solchen Röhrentyp oder kann sich vorstellen, wo ein solcher Röhrentyp benutzt wurde. Kathode bei etwas weniger Licht. Jetzt klappt es mit dem Fokus leider nicht mehr. Oder man erkennt, dass die Kathode im gesunden Bereich ist, von der Temperatur her.